Disclaimer. Der Konsum von Alkohol soll in diesem Video nicht verherrlicht werden und ich erwarte von jedem einen vernünftigen Umgang. Hallo YouTube, I love you YouTube. Oktoberfest in München 2023. 1200 Mass pro Stunde. 13.000 Mitarbeiter. Wie anstrengend ist dein Job? Ich habe keine Stimme mehr. 120.000 Sitzplätze, die zwar mehr als Tanzfläche dienen, aber das ist ein anderes Thema. Absoluter Rekord dieses Jahr mit 7,2 Millionen Gästen. Und ich habe eine Mission. Jedes Bier probieren, um das Beste für euch zu finden. Ich finde, das schmeckt fruchtig, nicht so urig und herb. Weißt du, was ich meine? Shut your mouth, mate. Doch diese Mission hört sich leichter an, als sie ist. Nicht zu, alles nicht. Dann schauen wir das Zelt doch nicht mehr von innen an. Wir haben unzählige Abonnenten getroffen, die uns geholfen haben. Kuss geht raus. Du bist von diesem Max. Genau, bester Freund von Max bin ich. Ich heiße Dave. Und hatten eine Menge Spaß. Lukas, warum bist du nicht hier? Und da Lukas mich hängen hat lassen und nicht mit auf die Wiesen gekommen ist, würde ich gerne ein Hashtag LLukas in den Kommentaren sehen. Lukas, zweitbester, ich bin Team Randy, Bruder. Viel Spaß mit der Folge aus München. Ladies and Gentlemen, dreimal dürft ihr raten, wie viel Uhr es ist. 16 Uhr, wir wollten heute auf die Wiesen um circa 12, 13 Uhr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein Hemd besorgen. Engemeier. Problem ist, man weiß nicht, wer hier arbeitet. Die sehen alle aus, als würden die auf die Wiesen gehen. Schon wieder am Fressen oder was? Alles fit? Ja, arbeiten Sie hier? Nein. Ja, das trifft sich gut, Bro. Ich brauche ein Hemd. Alles fit, Bro. Bye, Randy. Ja, freut mich. Baumwolle. Was kostet das? Da bist du aber schon bei 90 Euro. Mhm. Alles klar. Gibt es auch irgendwas für 50 Euro? Kannst du gleich drei Mass mehr kaufen. Hier ist das nennt man Wiesen. Das ist einfach ein bisschen detaillierter, ein bisschen spannender. Jede Mass, die du trinkst, machst du einen auf. Und wenn du dann ausgezogen bist, ziehst du es an und beginnst immer von unten. Krieg ich niemals komplett auf. Die Brille versaut das ganze Outfit, gell? Nee, die macht schnell. Damit wird's atzig. Ja, das stimmt. Atzig? Atzig. Ja. Weißt du, was ich meine? Eine Ewigkeit. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen auf dem wahrscheinlich berühmtesten Fest der Welt. Ziel wird es sein, auf dem Oktoberfest jedes einzelne Bier probieren. Willkommen auf der Wiesn, Jungs. Bester Mann. Kuss geht raus. Keine 5 Meter drin, Ladies and Gentlemen. Ersten Abonnent getroffen. Energy is high. Ey, warte, wir müssen kurz das Outfit nochmal zeigen. Was sagt ihr zum Outfit? Top, Mann. Top? 1 bis 10? 10. Gestern Abend, 3 Stunden gesessen. Blende euch jetzt mal den Plan ein, den ich habe für diese Wiesn. Wir haben einmal als Zelt 1 Pschor Festzelt Bräurose. Dann 2, 3, 4, 5 und Nummer 6. Boom, boom. Wow. Also laut meinen Informationen, ja, vertrauliche Quellen, bin auch kein Oktoberfest-Profi, aber deswegen sind wir hier, damit wir nach diesem Video auf jeden Fall Profis sind, ist dieses Zelt und Zelt 3, Hofbräuhaus-Festzelt, eher so Zelte für erwachsenere Menschen. Ruhig, man trinkt. So viel ich weiß. Wir schauen jetzt rein und finden es raus. Es wurde neu gemacht, das Zelt, seit letztem Jahr. Seitdem ist es nicht mehr so cool, aber... Es hat Power hier drin, ich sage euch so, wie es ist. Wir können uns aber auch draußen entspannen im Tisch suchen, wie du willst. Vielleicht starten wir so. Ey, ist aber übel voll hier. Wir haben jetzt mal so geschaut, so ein bisschen, wie die Tische so aussehen. Es ist ein bisschen älteres Publikum, aber das ist nicht so schlimm, weil dieses Zelt hat so eine gewisse Ruhe. Ich weiß, es klingt dumm, aber du bist halt einfach hier etwas erwachsenere Menschen. Es gibt noch später andere Zelte, wo wir auch drin sind. Da geht ein bisschen mehr die Sauer. Wir starten jetzt rein, wir haben gerade 2 Maß bestellt. Wir haben keinen wirklichen Platz gefunden. Danke dir, das ging super schnell. Wir haben das erste Bier auf der Wiesn. Hacker Pschor, Nummer 1 von 6 Bieren, die wir auf der Wiesn trinken werden. Das Wetter ist gut, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Cheers. Und dieses Bier, muss ich ehrlich sagen, fruchtig. Ich finde, das schmeckt fruchtig, nicht so urig und herb. Wie findest du schmeckt? Kann ich nicht sagen. Ist nicht mein Favorite Bier. Mein Nummer 1. Ist deine Nummer 1? Ja. Augustina? Ist Hype, Bro. Oh mein Gott, aber okay, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir fangen an zu bewerten nach dem zweiten Bier. Nach dem zweiten hast du es schwierig, noch irgendwas zu bewerten. Ist Hacker Pschor diese Flasche, die du so... Das hier ist eine 10 von 10 für dich? Auf der Wiesn ist das das Beste. Ich weiß nicht, wie die, ob die auf der Wiesn ein bisschen anders schmecken. Natürlich, die kommen aus dem Fass, die sind noch ein bisschen stärker. Auch glaube ich, würde dem jetzt 8,2 geben. Super Bier. Und es geht runter, oder? Aber ist auch das Erste, vergiss es nicht. Ja, Hacker Pschor abgehakt. Da würde ich jetzt auch gar nicht lang wachsen hier. Nicht zu tief ins Glas schauen. Wir werden heute schauen, dass dieses Video mit Stil über die Wiesn geht. Das ja, jetzt kann ich nicht filmen. Warum nicht? Zensier es einfach. Ja, warum sollte ich es dann filmen? Weil das ist mega eklig, das sollte ich doch nicht filmen. Aber du bist von diesem Max. Genau, bester Freund von Max bin ich. Ich heiße Dave.
Doch, der YouTuber, nicht Max. Dave, ich heiße Dave. Nein. Ich liegt an der Zunge, mir liegt an der Zunge. Komm. Komm, es ist es. Perfekt. Wie heißt du noch? Abbas, ich schau eure Videos, es ist so ganz gut. Liebe Grüße an Lukas ausrichten. Lukas, liebe Grüße, Randy, bester Mann, Lukas natürlich auch. Lukas Zweitbester. Lukas Zweitbester, ich bin Team Randy, Bruder. Ein Riesenschluck aber. So kann ich auch die 6 Maß an einem Tag schaffen. Ich kann kein Bild mit dir machen, wenn du grüßt. Du musst nicht gleich Maß kommen. So. Ja. Danke dir, gell? Danke dir. Ich sag mal so, ich habe am Anfang gesagt, bevor wir ins Zelt rein sind, so Vibe ist so ältere Menschen, so es gibt auch junge Leute. Schauen wir rein. Ganz kurz, danach gehen wir direkt weiter. Wollen wir rein? Nee, ist zu. Alles dicht. Dann schauen wir das Zelt doch nicht mehr von innen an. Servus. Flammlachssemmel mit Salat, eine Remoulade, weil Kräuter mit drin sind. Wow. Bisschen mehr Remoulade, bisschen scharf, Lachs liebe ich. Take me home, Rabilon, West Virginia. I'm sorry, I'm hijacking. I'm hijacking your shit, man. I'm sorry. Is it salmon? Salmon sandwich. Is it good? Yeah, look at him, man. What up? Lecker. Ist lecker. Hab mein Hemd versaut. Das ist die schönste Erinnerung, die du haben kannst. Schön, dass ihr da seid. Wir versorgen euch gerne mit den weltbesten Flammlachssemmeln auf dieser Welt. Kuss geht raus an dich, an deine Videos, Mann. Ich lieb sie. Ich finde, da würde noch Ei reinpassen. Das wäre krass. Die kommt auch gerade richtig gut. Ich wollte es nicht sagen. Morgen muss ich wieder zu Angermeier. Das hat so diesen Effekt wie beim Döner. Unten sammelt sich das Fett, der Juice. Wir sind vor dem 2. Zelt, Augustina. Ich würde sagen, mein Favorite Bier. Gestern durch meine vertrauten Quellen habe ich erfahren, es gibt von Augustina keine Werbung. Augustina ist so ein gehyptes Bier, die haben Werbung nicht nötig. Und es ist wahrscheinlich auch das traditionellste Bier Bayerns. Menschenmengenmäßig ist es schon heavy. Wir sind einfach gerade, ich wollte den Security noch fragen und dann sind vor mir Leute durch einfach und da habe ich gesagt, okay, ich gehe auch einfach. Also auch wenn es spät ist, wir haben schon die 2. Masse. Wir sind gut. Okay. Das ist günstiger hier. Das beste Bier ist das günstigste auf der Wiese. Das liebe ich ja. Ja, ist echt so. Bier Nummer 2, Augustinerbräu München. Oder was mich irgendwie gestört hat schon immer, die schenken das Bier so schnell ein. Siehst du das? Das finde ich nicht cool bei dem Preis. Entweder das Hackabschor, was wir gerade getrunken haben, ist keine 8,3 oder das keine 10 von 10. Das ist super lecker. Ich würde es immer noch über das Hackabschor setzen, aber es ist keine 10 von 10. Hacker besser. Die Schmecker sind verschieden. Ori, 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 ori. Aber man muss wirklich freestylen hier, um einen Tisch zu kriegen. Ich sage euch so, wie es ist. Wie komme ich jetzt hier an einen Tisch? Was geht? Randy. Alles fit? Wie geht's, Randy? Gut. Euch? Julian, wie heißt er? Franklin. Wer heißt der Julian? Wer Julian? Randy, lauf. Komm mit. Ja, komm mit. Oh, ich bin ehrlich, ich verfolge dich echt lange. Danke, Bruder. Yeah! Wir haben es geschafft, wir sind an einem Tisch. Noch so böse warm, oder? Ja, Mann. Zelt Nummer 2, erfolgreich. West Virginia! Man steht halt einfach auf der Bank oben. Genießt den Oktoberfest-Vibe. Lukas, warum bist du nicht hier? Du verpasst was. Lieb dein Content, Digga. Danke, Bruder. Ich war aber am Biertrinken am Oktoberfest. Ich sah das. Mit mir. Kennst du ihn nicht? Nein. Revi. Das ist Revi. Lukas, schade, dass du nicht da bist, sonst hätte ich ein Foto mit dir gemacht. Und du bist eine blöde Kuh. Du bist eine blöde Kuh. Dankeschön. Ich schick's dir auf Insta. Viel Spaß. Wie heißt du? Jessica. Freut mich auch. Ciao. Bye, bye. An alle Abonnenten, die wir heute getroffen haben. Alle super nett, oder? Können wir mal wirklich sagen. Fußballer? Ja. Lieblingsfußballer? Neymar Junior. Neymar? Messi. Cristiano Ronaldo. Wie soll das ganze Jahr sein? Das wäre für mich, für die Vlogs, perfekt. Und ihr könnt jetzt auch mal in die Kommentare reinhauen. 1 bis 10 will ich nur mal sehen, wie die Unterhaltung ist.
Weil ich sag so, wie es ist, für mich fühlt es sich an, als wäre das eine 12 Hallo. Von 10. Wie heißt du? Dustin, servus. Hi. YouTube oder YouTube. Was? Oder YouTube. Ja. Junge, was passiert hier eigentlich? Auf kein Video aber. Nee, dann sag einfach nur was fürs Foto. Spaß. Ciao. Fest, Wirtschaftsfamilie, Hochreiter. Wir bestellen Ochsenfetzen. Ja, hier ist schon Mitarbeiterin. Salat, Zwiebeln, rohe Zwiebeln und eine Ketchup-ähnliche. Nee, ist kein Ketchup. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Tomatensauce, glaube ich. Essen stramme Semmel, aber da fehlt mir der Flavor. Geht, oder? Ja, so eine 7 von 10 würde ich so gesagt sagen. Was geht, Paul? Alles fit? Ich wollte echt ein Foto mit dir machen. Wenn wir machen doch. Christian Herz, ich wollte auch eure Aufnahme nicht unterbrechen. Kannst du sagen, welches das beste Bier auf der Wiese ist? 100% Augustiner, weil es am längsten gut bleibt. Also die meisten Biere auf dem Oktoberfest werden so nach so 10 Minuten schmecken die so wie, lass mal die Toilette probieren. Aber Augustiner ist immer super, das kannst du 30 Minuten stehen lassen, das schmeckt immer auch geil. Seid ihr mit Lukas hier? Lukas wollte nicht kommen. Hast du eine Nachricht für ihn? Was fällt dir ein, dass du für sowas nicht kommst? Was sagen wir zum ersten Tag Wiesn? Perfekt. Aber wir haben nur 2 gemacht heute, oder? Aber war auch schwierig, die Zeit war schwer. Ja, wir haben spät angefangen. Ja, genau, das ist das Problem. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Somit, gute Nacht. Wir gehen jetzt auch pennen, es reicht für uns. Geht's nach Hause jetzt oder nicht? Nein. 12 Uhr. Zweiter Tag. Here we go again. So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Ich muss wirklich sagen, diese 2 Masse, die wir gestern getrunken haben, oder 2,5 waren es, weil wir haben noch eine ausgegeben bekommen von Denno, Kuss geht raus, die waren perfekt. Wir waren noch auf einer kleinen Hip-Hop-Party, haben noch ein bisschen Spaß gehabt, getanzt, einfach mal wirklich genossen. Es war richtig nice, muss ich sagen. So, eigentlich ist das, was ihr gestern gesehen habt, nur das Intro gewesen. Alles ich liebe dich, Mann. Ich dich, Bro. Ey, Daniel, wie machst du? Alles gut? Alter, Mann. Alles fest. Geilsten wie war die Wiesn? Wart ihr schon? Ja. Hallo. Und wie war's? Voll geil. Wo ist dein Kollege? Lukas. Ja, Lukas, wo ist Lukas? Ah. Was glaubst du, der denkt jetzt wirklich, dass du der Lukas warst? Ja, ja. Es sind wieder 2 Masken. Oder schütt sie einfach weg. Bring friends after 6 PM. Also, Ladies and Gentlemen, Zelt Nummer 3. Wir müssen erstmal schauen, wie wir reinkommen. Das wird ein Hustle, denke ich. Hofbräu Festzelt. Sehr, sehr bekanntes Bier auch im Ausland. Deswegen ist es auch das Touri-Zelt. 12 Sekunden. Wir mussten uns jetzt an der Seite reinmogeln. Reinkommen ist unmöglich gerade. Eine Stunde Wartezeit vorne. Wir haben es aber irgendwie geschafft in den Biergarten, weil die Biergarten sind auch geschlossen. Das ist wirklich crazy. Da, der Bruder hat mich einfach durchgelassen. Kuss geht raus. Schwarze halten wir untereinander zusammen. Ist wirklich so, Bro. Wir sind 10 Minuten auf der Wiese und wir sind schon wieder drin. Keine Chance, Bruder. Versuchen wir es. Ja, Bro. Go for it. Ja, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Das wäre zu krass. Das wäre zu einfach gewesen. Ja. Es wird nicht einfach. Alles unmöglich, oder? Wir sind gerade gekommen. Ich kenne hier ein paar. Kommen wir da irgendwie rein? Ja, ja, kommt schon rein, klar. Kannst du uns da helfen? Ja, mach ich. 10 von 10. Randy freut sich. Ja, wir müssen unbedingt rein. Ich muss da drin ein Bier trinken, dann gehe ich raus. Wenn er ein Händel ist, ich will dabei zusehen. Ich zeige ganz zu mir. Wenn du mir heute Abend wieder im Wege stehst und rumknutst, ne? Dankeschön. Du weißt, was eine scheiße Arbeit ist. Danke euch Männer, ja. Ich komm noch mal vorbei, wenn wir rausgehen. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Boah, das waren 8 Minuten Hustle. Ja. Kuss geht raus an jeden Abonnent, der uns immer hier irgendwie hilft. Boah, ist es schön hier, Alter. Alles fit? Ich hab's falsch verstanden. Also wenn man sich hier drin umschaut, es ist sehr hell, blumig, geiles Zelt. Ich finde, das ist das coolste Zelt vom Look, in dem ich bis jetzt war. Taugt mir jetzt einfach, das ist so mein erster Eindruck. Ich würde aber sagen, wir bleiben gar nicht hier drin. Boah, das schmeckt gut, Alter. Das schmeckt mir. Da ist ein komischer Nachgeschmack, das Einzige, aber sonst ist es gut. Ich finde es jetzt immer noch besser als das Erste, was wir getrunken haben. Danke euch, Leute, ihr seid die Besten. Ich glaube, dass das bis jetzt vom Geschmack meine Nummer 2 wäre. Augustiner meine Nummer 1, obwohl ich trotzdem sagen muss, dass Augustiner ist nicht so gut wie aus der Flasche. Woran es liegen kann, ist natürlich, die sind hier prozentual reichhaltiger an Alkohol. Überhaupt auf dem Oktoberfest. Die schmecken alle ein bisschen intensiver einfach nach Bier, ein bisschen süffiger. Die sind noch alle ziemlich fit, muss ich sagen, gell? Heute? Ja, hier ist noch kein richtiger Ausfall so. Auch mal unter uns Männern, ich glaube, das ist das Zelt mit den schönsten Frauen. Digga. Also wir haben auf jeden Fall unsere Runde gedreht hier drin. Ich würde sagen, wir gehen raus in den Biergarten. Wie viel Maß hast du getrunken? Drei! Drei!
3! Lukas, schöne Füße! Ist voll katastrophal hier drin, Alter. Security schubsen mehr rum als. Ich feiere das Zelt nicht, bin dir ehrlich. Die ganzen Touristen. Junge, Junge. Lass mal denen Danke sagen, dann hauen wir ab. Weißt du, was auch ein offizielles Ding ist? Du darfst auf der Wiesn. Boah, jemand smoked, Alter. Du darfst auf der Wiesn kein Bier komplett exen. Dann fliegst du direkt raus. Man muss sich so durchboxen. Da, muss den Floyd Mayweather machen. Also gefühlt steht da die ganze Wiesn. Ich habe gerade einem Fremden einfach noch das Bier geschenkt. So, dann wird es auch nicht weggeschüttet. Weil wir ja keine Unmenschen sind, holen wir jetzt noch, lassen wir noch ein paar Leute rein und dann gehen wir weiter. Das ist der perfekte Moment, um den Kanal zu abonnieren. Hallo YouTube, I love you YouTube. I love you all. Baba. Thank you. Oktoberfest, wie die das ausgesprochen haben. Lukas, warum bist du nicht hier? Ich habe letztes Jahr ein Video geschaut und da warst du in Minga. Bist du aus Minga? Ja, ja. Ja, stark. Aus Minga? Ja, super. Wie läuft's? Wie viel Masse hast du getrunken? Null. Ich wollte in den Zelt rein, aber... Kommst nicht rein? Nee. Musst du ein bisschen dribbeln? Ja. Ankara Messi. Jetzt wirst du eine Ohrbeutel mal. Let's go. Ich mache eins. Komm. Wir machen jetzt ein BB. Machst du jetzt von uns oder von dir? Ich weiß, von beiden. Ah, von beiden? Geil. Wow, was für Augen, Alter. Diese Augen, gell? Die schauen. Ich könnte nur so einen Podcast drehen, wie ich hier rumlaufe und jeden schönen Menschen bewerte. Also bei der nächsten Wiesn will ich, dass du den Status hast, dass du einfach hier anklopfst und sagst. Was? Ja, diese ganze Ansteherei. Was soll ich sagen? Ja, ich bin Randy, hi. Lass mich durch. Ja, okay. Vielleicht wären wir mit Lukas reingekommen. Lukas, wo bist du? 6 Stunden später. 6 Stunden später. Wie heißt es hier? Kuflas Weinzelt. Ich weiß nicht, ob das Video über... Ich habe noch 2 Maß vor mir, wenn ich das hier jetzt getrunken habe. Wir werden uns jetzt ein Weißbier bestellen. 27. Wir haben es geschafft. Wir haben Biernummer. Bier. Es ist Weißbier eigentlich. Ja? Weiß. Zählt das? Das ist wie geiler eigentlich. Ja, ja, ja. Wir haben 3 Stunden kein Bier getrunken. Es riecht sich an, als hätte ich 8 Stunden gearbeitet und bin so auf meiner Couch mit Chips und Fernbedienung. Das ist Platz 1, oder? Jetzt gerade ist es Platz 1, ja. Ja. Jetzt gerade. Geschmacklich so. Ja. Aber das kannst du eigentlich auch nicht vergleichen mit hellem Bier. Arsenal, Tottenham. Arsenal? Tottenham. No! Asabi. Arsenal is the best. West Virginia! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Löwenbräu. Es ist wirklich krass. Jetzt, also ja, kannst rein. Wir brauchen eine Mast, dann direkt hier raus, weil Löwenbräu ist kein cooles Zelt. Touri-Zelt. Wir brauchen Mast, oder? Aber einfach beide, gell? Ja. Zelt ist wegen Überfüllung geschlossen. Ah, okay. Security nimmt ihren Job ein bisschen zu ernst. Dankeschön. Hast du jedes Bier schon auf der Wiesn probiert? Ja. Was ist dein Lieblingsbier? Liebenbrui, würden Amerikaner sagen. Ja! Es schmeckt aber auch wieder komplett anders als alle, die wir bis jetzt getrunken haben. Schwarz ist ganz unten. Das schmeckt mir gar nicht. Gar nicht. Ich finde das auch nicht so gut. Schmeckt Oettinger-like. Ja, genau. Lass mal stehen. Auf, Digga. Gehen wir weiter. Was fehlt jetzt noch? Schottenhamme Spaten. Spaten hat aber angeblich, hat mir ein Kollege erzählt, vor 2 Jahren einen neuen Braumeister bekommen. Backen wir's, bevor es uns da backt, Alter. Ich finde, es ist auch sehr herb, sehr komisch irgendwie. Ich fühle das auch nicht so. Das wäre bei mir jetzt Platz 5. Das schlechteste von allen bis jetzt. Wieder kurz fangen. Kurz fangen. Und dann weiter. Okay, nächstes Zelt, Spaten. Ich war in meinem Leben noch nie so nüchtern auf dem Motorrad. Ich mein. Kennst du mich noch? Ja, so. Alles gut, Bruder. Ja, bei dir? Alles super, Bro. 3 von 3. Es kann ein Unentschieden werden oder ich verliere. Du bist der Sieger.
Alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nur Rosen gewonnen. Wir haben geschossen wie Könige. Oh. Danke, Chef. Dankeschön. Schönen Abend. Ey, das ist ein süßes Ding. Du bist vergeben, gell? Dann kann ich es dir nicht schenken, sorry. Ich blende euch jetzt das Intro ein, was ich vorher aufgenommen habe, wo wir einfach versagt haben und nicht reingekommen sind. Zelt Numero Quadro. Spaten, hier wird der Anstich gemacht. Das heißt, der Bürgermeister haut den Zapfen in das Fass. Das ist so das Teenie-Zelt, würde ich sagen. Jüngeres Publikum, Stimmung ein bisschen lauter, ein bisschen rumgekreischt. So. Einfach jugendlicher, würde ich sagen. Wir schauen rein. Der Mann fliegt raus. Okay, ja. Ich meine das ernst. Bro, dir ist bewusst, ganz kurz, wenn wir jetzt eine Masse in der Hand haben von hier, haben wir es geschafft. Das war eines der schwersten Videos zu drehen überhaupt in meinem ganzen Leben. Boah, hier geht's ja ab. Hier ist High Power. Ja, ich will probieren. Wie geht's dir? Gut, wie heißt du? Manu. Darf ich probieren? Na, nein, ich das. Habt ihr noch Platz am ja, Tisch? Wir wollen nur bestellen. Im Stehen können wir nicht bestellen. Wie anstrengend ist dein Job? Ich habe keine Stimme mehr. Wir haben das letzte Bier jetzt hier in der Hand. Spaten. Wieder Abonnenten haben uns gespottet. Wir durften direkt an den Tisch. Ein dicker Kuss geht raus an diese Crew. Wichtig ist, abonniert den Kanal. Wir brauchen Likes, wir brauchen Kommentare. Das ist immer noch nicht Top 3, aber das Bier ist nicht schlecht. Für mich ist, was war das Schlechteste? Löwenbräu. Und nichts gegen Löwenbräu, ich habe euch lieb, ja. Augustiner, meine Nummer 1. Hacker würde ich auf die 3, glaube ich, machen. Für mich, für meinen Geschmack, besser als früher. Okay, ich kann mich an früher nicht erinnern. Also Spaten kann man als zweite Wahl nehmen, sonst Augustiner eigentlich. Stimmung ist krass. Wirklich besser. Dickes Danke geht raus an den Mann. Der hat mein komplettes Outfit organisiert, sich 2 Tage Zeit genommen. Ein dicker Kuss geht da nicht raus. Instagram ist unten verlinkt an alle schönen Frauen, der Mann. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo es das beste Bier gibt. Also geht Werner nächstes Jahr dort ins Zelt. Und wie ihr seht, auf Wiedersehen. Somit Abschied vom Video. Alle liken und kommentieren und abonnieren. Zu late. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Disclaimer. Nehmt die ganzen lustigen und unlustigen Outtakes nicht zu ernst. Viel Spaß damit. Wie mächtig ist deiner? Ich rede von deinem Charivari. Er ist schon extrem. Riecht hier jetzt schon nach Kotze? Ja. Das ist mein Parfüm, Bro. Was mir in den Kommentaren immer auffällt, es ist immer wieder geil zu sehen, dass Randy einfach überhaupt keine Ahnung vom Essen hat. Alles über 2 Maß macht für mich keinen Sinn. 6 Maß später. Aber Titel, Videotitel, wir probieren jedes Bier. Ja, ja, ja. Es wird noch ein Saufflop. Nein, 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 nein. Der erste Tag. So, dann. Ab dem 2. Tag können die Hater ausschalten. Nein, Spaß. Kennst du mein Leuchten in den Augen? Das Problem ist, du bist nach einem Bier immer schon dicht. Das verstehe ich nicht. Glaubst du, du kriegst mich, wenn ich mit der Maß rausrenne? Ich würde niemals rennen. Der unangenehmste Schluck, den man haben kann, oder? Bro, das sieht aus, als hättest du reingepinkelt. Ihr wisst, einer meiner Lieblings... Sorry, Bro. Habe ich dich gestört? Ladies and Gentlemen. Ich sag immer Ladies and Gentlemen, fällt mir auf, gell? Das macht schon Spaß. Das ist eine gute Nachtwurst. Du kriegst gleich eine gute Nachtwurst. Riecht sie eigentlich so nach Durchfall, Alter. Was ich mir aufgeschrieben habe gestern bei meiner Recherche mit einer vertraulichen Quelle, die, wenn sie auf dem Oktoberfest ist, also jeden Tag kommt. Jeden Tag war die hier. Er, sie, es, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es eine Frau war. Schottenjugendzeit, auch Minderjährige, die sich da drin manchmal... Hä, das kann ich doch nicht auf YouTube sagen. Die Notiz an mich selber, die Aufnahme von der Vorschrott, können wir wegwerfen. Fakten, die ich mir aufgeschrieben habe über dieses Zelt, hört ihr jetzt. Dankeschön, ich hab keine. Gitschi, 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 adel, adel. Dankeschön. Das ist eigentlich gesperrt, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich muss mal kurz klären, was wir später machen. Hier kurz reinschneiden. Was? Was kannst du im Video rein? Ein Video von Randy und kann ich kurz... Hast du das noch? Ja. Jason! Jason the ruler! Jason the ruler! Ich hab noch
Zähneputzding drin. Bro, die war die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ich hab mich fit. Mama, Mama. Bro, ich geb dir gleich eine Faust. Du hast gesagt, ich soll. Das war ein Witz. Aber das mit der Faust nicht. Immer an der Seite probieren. Und wenn ich schwarz seid, habt ihr es natürlich einfacher. Danke! Bitte! Auf euch! Jawohl! Aber wie heißt das jetzt? Heißt das Mars oder Mars? Mars. Ne, Mars, ja, hab mich versprochen. Das ist Mars! Schokofrüchte. Junge, das ist doch schon wieder so ein Korsch. Es ist wieder so unangenehm. An alle weißen Boys, die Girls stehen einfach auf Schokofrüchte. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bruder, nimm es, mach nicht so. Nimm den bitte. Das kenne ich irgendwo her. Ey, Lukas, was geht ab? Du bist der beste Mann. Yeah. Ich hätte gerne noch eine Schokobanane. Nein, nein, ich hab schon eine für ihn, das war's schon. Endlich die Schokobanane.